Ich denke ja immer, ich hätte in 7 Jahren Dashcam-Videos so ziemlich alles gesehen. Aber so etwas hier? Hallo Freunde des fahrbaren Blechs und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Im Gegensatz zur Musik starten wir sie ganz entspannt. Und jetzt stehen wir an der roten Ampel. Erinnert mich ein wenig an den Maserati-Clip, den wir mal hier auf dem Kanal hatten. Der stand über eine Minute vor der grünen Ampel und verpasste die schönsten Gelegenheiten zum Linksabbiegen. Alter, du hast doch die Pfanne heiß. Ja, und jetzt kommt noch einer von hinten. Junge, 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 ey, also... Fällt dir auch nichts zu ein, ne? Nee. Das, meine lieben Freunde, sind keine 6 Meter Abstand. Wahnsinn. Aber Rettungsgasse bildet. Leute, 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 Leute. Lebensgefährlich ist auch sowas hier. Der Ford ist hier verbotenerweise geradeaus gefahren. Alter. Junge. Da hat er Glück gehabt, dass der Audi vor uns so gut reagiert hat. Ja, Alter, oh, pass auf, Max, Alter, das war Absicht. Ja. Wirklich, das war wirklich Absicht. Ja, das war ja, deswegen, genau. Ja, aber du willst mir doch nicht sagen, dass das keine Absicht von dem war. Der kleine Nissan Micra da, der kann's nicht abwarten. Wäre ja alles kein Problem, wenn er danach wenigstens Gas geben würde. Das dichte Auffahren unseres Einsenders ist fraglos natürlich auch Mist, aber ich verstehe es einfach nicht. Wo ist denn das Problem von dem Nissan-Fahrer? Was soll denn das? Mann, ey, das... Da könnte ich mich schon wieder richtig aufregen, dabei sitze ich hier nur vor dem Bildschirm. Leute gibt's. Vollidiot. Wenn die Polizei hinter einem auftaucht, wird manch einem Angst und Bange. In so einem Kurvenbereich hier besonders kritisch. Ich wäre vermutlich zügig weitergefahren und hätte eine passende Gelegenheit gesucht, die Polizei vorbeizulassen. Denn das in der Kurve überholen ist für alle Beteiligten gefährlich. Wie hättet ihr hier gehandelt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Seat Driver löst diese Situation hier in jedem Fall vorbildlich. Das kann man von den beiden Pappnasen hier wahrlich nicht sagen. Das kann's doch nicht sein. So viel Platz auf so einer blöden Landstraße und sie kriegen es nicht hin, versetzt voneinander anzuhalten. Aber solche Szenen werden wir sicherlich noch öfter sehen, denn Fahrer wie dieser BMW hier legen es ja geradezu darauf an, dass ein Einsatzfahrzeug sie irgendwann mal einsammeln muss. Und noch so ein mach mal. Guckt euch mal dieses schöne alte Auto links an. Optisch top, technisch. Oh, Alter. Oh.
Was der Transporter da macht, ist schon grenzwertig und der andere komplett schmerzbefreit. Der kann durch den Transporter hindurch definitiv nichts gesehen haben. Also euch haben sie da echt ins Gehirn geschissen, ey. Mann. Also ich möchte ja wahrlich niemandem etwas Schlechtes wünschen, aber manch einem wird es dann doch vielleicht mal ganz gut tun, in der Verkehrsinsel zu landen. So flexibel einkaufen, wie du möchtest. Das Motto hat der Renault-Fahrer zu ernst genommen. Aber während mancher Pkw zum Fußgänger mutiert, verwandeln die anderen sich in einen Bus. Einfach nur lebensmüde. So ein Clip hier sehen wir sonst aus der Perspektive der hinterherfahrenden Autos. Hier ist der Einsender selbst das Musterbeispiel dafür, wie man eindeutig nicht überholt. Ich kann übrigens nicht sagen, was ich hier schlimmer finde vom BMW. Den Spurwechsel ohne sich abzusichern oder die Absicht hier auch überholen zu wollen. Von Autofahrern bin ich das hier ja schon fast gewöhnt. Bei Radfahrern sehe ich solches Kurvenschneiden eher selten. Zurück zum Clip vom Anfang. Die Rakete hat die Fußgänger da auf der Mittelinsel nur knapp verfehlt. Da war mehr Glück als Verstand im Spiel. Schlecht zu erkennen, aber der Smartfahrer zeigt nach der Aktion hier noch den Mittelfinger. Vielleicht. Aber es war die einzige Möglichkeit, ihr zu helfen. Auch wenn Sie das jetzt noch nicht begreifen. Diese Nummer im Schlafzimmer soll ihr geholfen haben? Glauben Sie, Sie können eine Bittenleitung einsetzen? Da hätten Sie sie gleich. Da links der Transporter, das ist unser erster Hauptdarsteller. Der zweite folgt hinten dran. Der zweite bremst den ersten jetzt aus, warum auch immer. Wow. Alter Schwede. Letzte Zeit ist er darauf echt drauf. Und kostenlosen Parkplätzen. Ich habe jetzt lang genug gewartet, ich fahre jetzt. Anders kann es in dem Kopf von dem wohl nicht ausgesehen haben, wenn da überhaupt irgendwas drin ist. Die Bundesregierung will jetzt jeden zweiten Menschen noch boostern bis Weihnachten. Sportlicher Plan. Neiget das Haupt vor dem König. Das war's denn nun. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt wie immer all unseren Videospendern. Wir haben euch nochmals in der Videobeschreibung erwähnt. Und wenn auch ihr Teil dieser Videos werden wollt, schickt eure Clips gern an die links eingeblendete E-Mail-Adresse. Alle weiteren Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen. Egal wie euer Urteil ausfällt, wir würden uns in jedem Fall über eine kleine Bewertung freuen. Und dann hoffen wir, sehen wir euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, fahrt gut und besser und ciao, ciao.